Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Peter Luz und begrüße euch zu meinem Video. In der heutigen Folge setzen wir das Ganze fort, was wir letzten Dienstag angefangen haben, nämlich dass wir uns angucken, wie man gegen eine bestimmte Farbe spielt, und wir machen weiter mit Grün. Eine Kleinigkeit vorweg noch, und zwar den Digimon-Dienstag als solchen wird es nicht mehr geben. Wird euch aufgefallen sein, wenn ihr dieses Video seht, allerdings muss man sich auch keine Sorgen machen. Ich nenne das Ganze einfach nur nicht mehr Digimon-Dienstag. Das Problem ist einfach, dass mir irgendwann, klar, als ich damit vor, ich weiß nicht, vor 3 Monaten angefangen habe, war es eine coole Idee. Aber mittlerweile ist es etwas schwer dafür, Titel, Thumbnails und etwas zu finden, deswegen würde ich gern von diesem Digimon-Dienstag weg. Inhalt bleibt der gleiche. Ich, wie gesagt, oder im letzten Video habe ich ja schon gesagt, ich möchte gerne den Kanal umstrukturieren. Deswegen werde ich mich einfach am Anfang der Woche mit dem Digimon TCG beschäftigen. Das heißt Montag und oder Dienstag. Ich bin da etwas flexibel. Kann 2 Tage nehmen, kann auch nur 1 Tag nehmen. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, wie das Ganze in Zukunft ablaufen wird. Und ich würde sagen, ohne weiteres Umschweifen, kommen wir direkt zu den Stärken der Farbe Grün. Und hier habe ich auch wieder die Stärken für euch der Farbe Grün. Wie schon im letzten Video gesagt, ist es halt wichtig zu wissen, was genau dieses Deck so stark macht, wo die Stärken liegen, dass man halt drumherum spielen kann. Und wir gucken uns gleich die Punkte wieder einzeln an, gucken uns die Karten dazu an und am Ende kommt es dann wieder, ja, gucken wir uns wieder an, wie wir dann am besten dagegen spielen können oder was die Schwächen des Decks sind. Wir fangen einfach mit dem ersten Punkt an, und zwar das Grün gute DGA-Karten hat. Und um das Ganze zu erklären, würde ich sagen, springen wir auch direkt rüber zu den Karten und schauen uns die etwas genauer an. Wir schauen uns die ganzen Karten wieder im Online-Deck-Builder an. Ich habe das Gefühl, dass es beim letzten Mal eigentlich ganz gut angenommen wurde. Für mich ist es auf jeden Fall einfacher. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr es gut findet, schlecht findet. Ich bin da recht flexibel, was die Sache angeht, und ich mache das halt, um es euch besser zeigen zu können. Deswegen schreibt mir ruhig eure Meinung, ob ich damit so weitermachen soll oder wie vorher. So, was meine ich also mit, dass die halt gute DGA-Karten haben? Klar, es gibt viele gute DGA-Karten. Außer wenn wir an Gelb denken. Gelb war jetzt nicht so prickelnd. Aber ja, wir wollen nicht gelb herrschen, wir wollen mal grün bleiben. Und zwar, wir fangen einmal an mit Tanemon. Tanemon selber ist halt ein Digitarmer. Haben wir, glaube ich, schon festgestellt. Ist leider eine Rare aus dem aktuellen Set. Deswegen ein bisschen schwieriger zu bekommen. Davon sollte man 4 Stück eigentlich meiner Meinung nach spielen. Und es geht halt um den Inherited Effect. When attacking, if you've digivolved this turn, this Digimon gets plus 1000 Digipower for the turn. Wir werden feststellen, grün kann häufig digitieren, gut digitieren, dazu kommen wir später. Aber auch allgemein ist dieser Effekt nicht besonders schwer herbeizurufen. Wenn wir jetzt einfach mal wieder auf die Digimon oder auf die DGA-Karten kommen in Gelb, die jetzt sagen, wir brauchen 5 oder mehr Security, das ist schwierig zu bekommen. Wir haben dann Blau, die sagen, ein Digimon ohne Digivolution Source. Kann man noch ein bisschen beeinflussen, ist aber auch wieder eine Bedingung, die man ein bisschen schwieriger, ja, ich sag mal, erschaffen kann. Koromon sagt halt, es gibt 1000 Digipower dazu, wenn wir komplett hochdigitiert sind, also 4 Digivolution Sources haben. Sprich, wir sind dann Level 2, 3, 4, 5 und sind aktuell auf Level 6. Kann man auch machen, allerdings ist das hier halt wirklich nur, ein Digimon muss in dieser Runde digitieren, damit das Digimon 1000 Digipower bekommt. Das heißt, es muss nicht mehr das Digimon sein, was da drauf digitiert wurde, sondern es muss nur ein Digimon sein, was digitiert ist. Außerhalb von Raising Area natürlich. Aber das hier sind einfach 1000 Digipower, die unglaublich einfach zu bekommen sind. Deswegen ist das einfach super gut. Und ich mag die Anlehnung an Digimon World. Wobei das, glaube ich, Next Order ist und nicht das alte, würde ich sagen. Ja, Tanemon, auf jeden Fall eine gute Karte. Dann haben wir noch Freemon. Bis heute noch kein Plan, wie es genau ausgesprochen wird. Ist eine Uncommon, also ein bisschen leichter zu bekommen. Und hat halt den Effekt, your turn, while your opponent has 2 or more suspended Digimon in play, this Digimon gets plus 2000 Digipower. Das ist eine Bedingung, die erstmal schwierig klingt. Die kann natürlich auch vom Gegner beeinflusst werden. Klar, wenn er nur ein Digimon liegen hat, können er nicht 2 suspended Digimon liegen oder er könnte einfach auch nur 1 suspenden. Allerdings, da kommen wir später zu, grün hat er die Möglichkeit, die gegnerischen Digimon zu suspenden oder sie suspended zu halten. Das heißt, das ist auch wieder etwas, was ordentlich Power bringt für einen Digitamer. Muss man ehrlich sagen, 2000 Digipower ist recht viel und die Bedingung ist nicht schwer zu finden, zu bekommen, herbeizuführen. Was man hier dazu sagen muss, ich bin mittlerweile kein Freund mehr davon, dass man 5 Digitamer spielt. Da in den meisten Fällen spielt man 4 von einem, die möchte man haben, und wenn man das andere sieht, ist es nicht so prickelnd, und es kam bis jetzt in einem Spiel vor, dass ich wirklich mein Digi-Egg leer hatte. Deswegen, eigentlich immer bin ich dafür, dass man 4 von dem Hauptding spielt. Die in Grün sind allerdings so gut und wir können so schnell digitieren, und wir kommen auch später dazu, was Grün alles Lustiges kann, dass man ruhig sagen kann, ich spiele 5 und kann daraus eine Kombination von denen wählen, weil es tut nicht weh, wenn wir das eine über dem anderen haben, muss man ehrlich dazu sagen.
Den ersten Punkt haben wir somit abgearbeitet. Gucken wir uns den zweiten an, und zwar, dass Grün sehr memory-effizient ist. Was ich damit genau meine, ist, dass dieses Deck sehr, sehr gut digitieren kann und dementsprechend das Memory, was es zur Verfügung hat, sehr effizient nutzen kann. Ich glaube aber, man versteht es am besten, wenn wir uns die Karten angucken. Hier haben wir erstmal die ganzen Digimon-Karten und nicht erschrecken, das sind viele, aber wir werden nicht auf alle genau eingehen. Es geht eigentlich mehr um die grobe Übersicht. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Champion-Level-Digimon. Als Vergleich oder als Referenz habe ich hier einfach mal Woodmon genommen, den Blocker. Wie jeder andere Blocker kostet er 2 zum Digitieren, was sozusagen der normale Wert ist für einen Champion-Level-Digimon. Und das, wie gesagt, als Referenzwert. Denn wir haben hier zum Beispiel einfach in diesem Deck, wir haben einmal Vegimon, was eine Digivolve-Kost von 1 hat. Das ist quasi das Dark Terrenomon, das, wie heißt es? Dark Terrenomon wäre das andere Gorillamon. Oder halt diese anderen Vanilla-Champion-Level-Digimon, die für 1 digitieren können und 6000 hat. Das ist ganz normal. Hier kommt aber hinzu, die anderen haben alle eine Playcost von 6, wir haben hier 4. Das heißt, wir sind kaum über Rookie-Level-Digimon und können dieses Digimon auch, ich sag mal, gefahrlos einfach so ausspielen, wenn wir nichts anderes gerade auf der Hand haben. So, gehen wir weiter. Wir haben Kabuterimon und hier auch wieder ein zweites Digimon mit einer Digivolve-Kost von 1. Das ist verdammt wenig. Und das sind halt die Digimon, die aktuell in dieser Farbe gespielt werden, die noch gute Effekte mitbringen. Auf die Effekte gehen wir später noch ein. Aber bringen halt gute Effekte mit und trotzdem, das heißt, wir haben 2 Digimon, die für 1 aufs Champion-Level digitieren. Das ist mega memory-effizient. Das heißt, wir haben fast immer in unserer ersten Runde, wenn wir anfangen, die Möglichkeit, aufs Rookie zu digitieren, aufs Champion und mit einem Memory den Gegner einfach nur abzugeben. Das ist einfach richtig gut. So, dann haben wir halt noch die Ultra-Level-Digimon. Und was bei denen allen besonders ist, wir haben fast nur, es gibt ein Digimon in diesem Deck oder in diesem Set, was 3 kostet, um aufs Ultra-Level zu digitieren in Grün. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so oft genutzt. Deswegen, alle oder fast alle Ultra-Level-Digimon deswegen haben einfach nur eine Digivolve-Kost von 2. Das ist verdammt wenig, verdammt memory-effizient. Und das ist einfach super. Das heißt, für 3 Memory sind wir aufs Champion-Level aufs Ultra-Level digitiert und haben meistens noch dann Memory übrig, um aufs Mega-Level zu digitieren. Das ist einfach mega krass. So, wir haben hier einmal das Metal Terrenomon, eine Digivolve-Kost von 2. Digivolve-Kost von 2 für Cherrymon. Dann haben wir Lilymon, das gleiche, bringt auch noch gute Inherited-Effekte mit. Nein, nicht Kabuterimon, ich hatte mir schon. Okubamon, auch das gleiche für 2. Und wir haben dann noch Mega Kabuterimon, auch das gleiche für 2. Das ist mega, mega gut. Ich weiß ehrlich gesagt, das werden wir später noch ansprechen, aber die Digimon haben halt alle keine hohe Digipower auf dem Ultra-Level, aber trotzdem für 2 hochdigitieren, super gut. Bei den Megan wird es recht normal, sage ich mal. Wir haben einmal Titamon, das auch für 2 aufs Mega-Level digitiert. Wir haben Herkules Kabuterimon für 3, ist auch ganz normal. Rosemon ebenfalls für 3, also ganz normal. Ab dem Mega-Level wird es, sage ich mal, normal, aber trotzdem, wir haben vorher einen riesigen Vorteil daraus gezogen. Und wir halten hier dann noch die Karte Smash Potatoes. Eine Kost von 2 und bringt halt den Main-Effekt mit. For the turn, the next time you would Digivolve one of your green Digimon from Level 5 to Level 6, decrease the Digivolution cost by 4. Wenn wir es also gegenrechnen, 2 müssen wir sowieso bezahlen für die Karte. Das heißt, wir können damit sogar noch die Digitationskosten von all unseren anderen Mega-Level-Digimon auf quasi 2 runterdrücken. Und wir auch nochmal deutlich effizienter sind. Das ist einfach etwas, das muss man beachten. Und deswegen, wir kommen später sowieso bei den Schwächen noch dazu, aber wenn Grün genug Memory hat, ist es für die kein Problem, einfach hoch zu digitieren. Das ist mega krass und das mag ich auch sehr an diesem Deck. Gucken wir uns den nächsten Punkt an, und zwar, dass Grün viele gute Inherited-Effekte mitbringt. Das betrifft nicht nur die Stärke unserer eigenen Digimon, die wir damit erhöhen, sondern wir haben auch viele Effekte, die mit den gegnerischen Digimon nicht synergieren, sondern diese betreffen. Und das macht es natürlich als Spieler gegen Grün umso unangenehmer, dagegen zu spielen. Springen wir zu den Karten rüber. So, ich habe hier mal die häufigsten Digimon, die man antrifft, wenn man gegen Grün spielt, herausgesucht. Wir hatten ja eben schon einmal Tarnemon, was halt sagt, when attacking, if you digivolve this turn, this Digimon gets plus 1000 Digipower for the turn. Ist halt eigentlich eine sichere Sache, dass man halt auf diese 1000 Digipower plus kommt. Vielleicht haben wir noch bei Freemon oder Freemon, ich weiß bis heute nicht, wie das Ding ausgesprochen wird. Your turn, while your opponent has 2 or more suspended Digimon on play, this Digimon gets plus 2000 Digipower. Das ist halt auch eine sehr solide Sache, etwas schwieriger zu bekommen als den Effekt von Tarnemon, allerdings auch nicht unmöglich, und 2000 ist echt eine Hausnummer. Was man hier bedenken muss, when attacking, if you digivolve this turn. Das heißt prinzipiell, wenn ich aus welchem Grund auch immer mehrmals angreifen kann, kann dieser Effekt auch stacken. Das ist auf jeden Fall etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte.
Sonst haben wir halt hier Tentomon, das hat ein Rookie-Level-Digimon. When attacking, suspend one of your opponent's Digimon with 3000 Digipower less, also im eigentlichen Sinne ein Rookie. Es gibt ja aktuell wenig Rookies, die 4000 haben. Die meisten haben 3000, aber kann man halt einfach tappen. Damit haben wir schon mal den ersten Effekt, den wir auch noch gleich behandeln werden. Agumon ist in dem Sinne das gleiche wie aus dem roten Starterdeck. Your turn, this Digimon gets plus 1000 Digipower einfach. Haben wir drunter liegen 1000 mehr, was in Rot gut ist. Warum sollte es in Grün nicht gut sein? Kaputerimon ist auch ein sehr, sehr starker Powergainer. Your turn, this Digimon gets plus 1000 Digipower for every suspended Digimon your opponent has. Das heißt, wenn der Gegner letzte Runde angegriffen hat, das Digimon ist suspended, haben wir natürlich, dann, wenn wir Kaputerimon drunter haben, 1000 mehr. Durch Tentomon könnten wir auch nochmal 1000 dazu bekommen. Also das ist eigentlich eine recht solide Sache, dass man damit in der Regel 1000 bis 2000 einfach dazu bekommt in seiner Runde. Mega Kaputerimon, when attacking, if your opponent has two or more suspended Digimon, gain one memory. Hier haben wir das gleiche wie mit dem Tarnomon, sollten wir mehrmals angreifen können, aus welchem Grund auch immer, würde dieser Effekt natürlich stacken. Ja. Habe ich ehrlich gesagt noch vorher nicht so drüber nachgedacht, aber könnte auch eine interessante Strategie sein, werde ich mal drüber nachdenken. Okuvamon, der kommt eigentlich ehrlich gesagt meistens zu tragen, und zwar your turn, when this Digimon deletes an opponent's Digimon in battle and survives, gain one memory. Wir haben, da kommen wir gleich zu, viele Möglichkeiten, um gegnerische Digimon anzugreifen und im Kampf zu besiegen. Das heißt, dieser Effekt kommt auch öfters zu tragen. Wenn wir mehrere Digimon angreifen können, aus welchem Grund auch immer, würde der Effekt natürlich auch öfters decken. Und dann kommt eigentlich, finde ich, das stärkste oder nicht der wichtigste Inherited-Effekt, den wir haben können, von Lilimon. Das ist leider eine Rare, damit ein bisschen schwieriger zu bekommen. When attacking, suspend one of your opponent's Digimon without Blocker. Klar, es ist doof, dass es halt bei Blocker sozusagen limitiert wird. Aber aktuell haben wir halt noch nicht so viele Blocker. Und ja, das ist halt auch gerade in der Kombination mit Kabuterimon, mit Mega Kabuterimon, dass wir da einfach gegen das Digimon tappen können. Aber dazu kommen wir noch später. Das sind so die gängigsten Effekte. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken, wir haben starke Digitama, wir haben starke Rookies. Champion haben wir jetzt nicht so viele, aber dafür Digitama halt auf 1. Wir haben einen starken Champion. Auch super gut, dass wir so viele auf diesem Level haben. Hier auf dem Ultra-Level haben wir sogar 3 zur Auswahl. Das heißt, wir könnten eigentlich auf jeder Stufe haben wir mindestens einen guten Inherited-Effekt. Ist ein Vorteil, den nicht jedes Deck hat. Oder den nicht jede Farbe, ja doch, jede Farbe, nicht jedes Deck, die nicht jede Farbe einfach so zur Verfügung hat, dass man halt gute Effekte hat, wenn man hochdigitiert. Zumal wir auch eben festgestellt haben, wir können ohne Probleme hochdigitieren, da es recht kostengünstig ist im Vergleich zu anderen Farben. Damit haben wir jetzt schon die Hälfte hinter uns. Der nächste Punkt kann gezielt Digimon angreifen. Was wir damit meinen, oder was ich damit meine, Grün hat die Möglichkeit, gegnerische Digimon halt gezielt zu tappen und diese dann anzugreifen. Wir haben eben schon festgestellt, die Inherited-Effekte von zum Beispiel Mega Kabuterimon oder Okuvamon bringen uns halt einen gewissen Vorteil, wenn wir gegnerische Digimon besiegen. Aber auch so ist es halt ein sehr starker Vorteil, dass wir die gegnerischen Digimon halt sozusagen, wie wir es wollen, angreifen können. Und sozusagen nichts vor uns sicher ist, wenn man das so sagen kann. Schauen wir uns die Effekte mal ein bisschen genauer an, beziehungsweise die Karten. Hier haben wir wieder eine kleine Auswahl an Karten. Wir hatten ja eben schon Tentomon. When attacking, suspend one of your opponent's Digimon with 3000 Digipower or less. Ist zwar bei 3000 limitiert, ist aber trotzdem auch schon eine starke Sache. Das heißt, in der Regel können wir jedes Rookie, was da liegt, können wir tappen. Und es kann halt schon von einem Champion genutzt werden, weil Tentomon als Rookie-Level ja nur unter einem Level 4er liegen muss. Das wäre so das Erste, womit wir halt sagen können, okay, wir greifen an, tappen etwas, unser anderes Digimon kann dann das suspendete Digimon angreifen und wir verkleinern dem Gegner das Board. Lilimon hatten wir auch schon eben, das ist halt der eigentliche Grund, warum dieses Deck so stark ist, weil wir halt einfach sagen können, suspend one of your opponent's Digimon, okay, ohne Blocker, aber die meisten höheren Digimon haben keinen Blocker, das heißt, eigentlich ist jedes Digimon für uns ein Ziel. Durch Kabuterimon bekommen wir noch einen dezenten Powerboost, aber damit können wir etwas tappen und mit einem anderen Digimon was angreifen. Wir haben eben schon festgestellt, wir haben Kabuterimon, wir haben Tarnomon, damit kommen selbst unsere Champion-Level-Digimon ohne Probleme auf 6.000, 7.000. Unsere Ultra können sogar auf bis zu 9.000 kommen. Das ist schon etwas, womit man rechnen muss und vor allem, wenn wir den Gegner damit halt den Attacker wegnehmen, haben wir damit einen deutlichen Vorteil gewonnen. Und Lilimon ist mir eigentlich auch das liebste Digimon, was ich irgendwo drunter liegen habe. Nicht mehr ganz so gezählt, aber es tappt immer noch die Gegner schon. Digimon ist halt Rosemon. Hat er den Effekt Opponent's Turn, when an Opponent's Digimon attacks a player, if this Digimon is suspended, suspend one of your opponent's Digimon. Übersetzt heißt das, wenn wir unser Rosemon getappt haben und der Gegner in seinem Zug uns direkt angreifen würde, würde der Effekt triggern und wir können uns ein anderes Gegner aus Digimon aussuchen, das suspenden. Ist auch eine Sache, der Effekt klingt cool, er kommt ehrlich gesagt gar nicht so oft zu tragen, wenn man
spielt. Das Problem ist, wenn ein anderes Digimon von uns angegriffen wird oder Rosemon selber, triggert der Effekt halt nicht. Aber es trotzdem etwas noch im Hinterkopf behalten kann, wenn der Gegner halt prinzipiell zwei Angreifer da liegen hat. Mit einem Angreifer ist das getappt, wir kriegen noch ein zweites getappt. In der Regel, wenn die gegnerischen Digimon keinen Reboot haben, bleiben sie auch getappt, solange wir dran sind. Sollte man nicht unterschätzen, aber halt, wie gesagt, eigene Digimon sehen nicht, wenn die angegriffen werden und Rosemon ist dann halt auch ein sehr beliebtes Ziel. Eine meiner liebsten Option-Cards hat Grün zur Verfügung, und zwar die Flower Cannon. Kostet nur 2, ist also sehr, sehr gut zu nutzen, ohne dass man die Runde abgeben muss. Main Suspend One of Your Opponent's Digimon, das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, irgendetwas selbst mit Blocker das zu suspenden. Man kann die natürlich auch nutzen, um die Runde einfach mit einem Memory abzugeben, aber in der Regel kann man damit halt Blocker ausschalten, dass man für den Angriff gehen kann, kann wichtige Targets des Gegners einfach weghauen. Und das finde ich halt so cool an Grün, dass sie es halt machen können und ich muss dem Gegner halt nicht viel Memory geben oder von meiner Strategie abweichen. Es ist sozusagen noch meine Strategie, ich kann selber hochdigitieren und gewinne dadurch trotzdem noch einen Vorteil. Ja, ansonsten der Security-Effekt ist auch recht cool, man sollte sich nicht darauf verlassen, aber er kann einem schon, ich sag mal, den Arsch retten. Security, suspend all your opponent's Digimon without Blocker, das heißt, mein Gegner greift prinzipiell mit einem Board an, wo 10 Digimon liegen. Wir gehen mal davon aus, die haben alle keinen Blocker, die Karte wird im ersten Security-Check aufgedeckt, die werden alle getappt. Finde ich, ist einfach ein sehr, sehr guter Effekt. Ich mag diese Karte. Ist eine Rare, ist ein bisschen schwieriger zu kriegen. Und was für uns, oder was ich persönlich ein bisschen unattraktiv finde, ist, dass diese Karte auch noch als Secret Rare im aktuellen Set drin ist. Ist damit natürlich teurer, sieht auch optisch ein bisschen schöner aus. Aber ich finde, das hat uns das erste Set einfach nur ein bisschen voll geprüfft. Weil einen Mehrwert haben wir dadurch nicht. Das ist kein Reprint für uns. Naja, kommen wir auf jeden Fall wieder zurück zu dem Effekt. Das heißt, das sind die Möglichkeiten, wie Grün gegnerische Digimon tappen kann, suspenden kann und sie danach gezielt angreifen kann. Ist das, was die Farbe ausmacht und was ich einfach sehr, sehr cool finde, um es selber zu spielen. Das auch Interaktion mit dem Gegner hat. Eine Sache nochmal vorweg, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Und zwar im letzten Video habe ich das so gemacht, ich habe erst die Stärken des Decks gezeigt, habe dann direkt gesagt, wie man dagegen spielt. In dem Fall mache ich das nicht, wie gesagt, hätte ich vorher sagen sollen. Da es halt keine direkte Strategie dafür ist, sondern es ist allgemein eine Zusammenfassung am Ende, wie ich gegen dieses Deck spielen kann. Weil, sind wir ehrlich, wir können nichts dagegen machen, dass unser Gegner gute Digi-Eckkarten hat, dass er Memory-Effizienz oder starke Inherited-Effekte hat, denn wir können nicht verhindern, dass unser Gegner diese direkt spielt. Das heißt, wir haben keine Karte, die jetzt aktiv sagt oder die jede Farbe zur Verfügung hat, okay, der Inherited-Effekt existiert nicht mehr oder schmeißt deinen Digi-Egg weg oder was weiß ich was. Hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, es kommt am Ende eine allgemeine Zusammenfassung für dieses Deck oder gegen dieses Deck, wie gesagt. Je nachdem, von welcher Sicht man es gerade sieht. Kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Punkt. Kann Puppetmon am besten nutzen? Klar, Puppetmon kann jede Farbe nutzen, aber dieses Deck kann es meiner Meinung nach einfach noch mit am besten. Schauen wir uns nochmal kurz Puppetmon an. So, hier haben wir einmal Puppetmon. Puppetmon ist auch eins der Digimon, was ich vom Design, von seiner Art her einfach nicht mag. Nicht so schlimm wie Numemon, aber Puppetmon mag ich auch nicht. Playcost von 11, ein bisschen happig. 10.000 Digipower für ein Mega nicht viel. 3 fürs Digitieren. Wir wollen es nicht digitieren, aber Grün ist halt ein Deck, was es dafür auch noch nutzen kann. Sozusagen nicht eine tote Karte ist. On play, suspend one of your opponent's Digimon. During your opponent's next unsuspend phase, none of your opponent's Digimon can unsuspend. Das ist halt das, was diese Karte sehr, sehr stark macht. Und in Grün, wir haben ja eben schon festgestellt, wir können durch Lilimon oder durch Flower Cannon oder durch, wie heißt es, Tentomon, können wir halt viel vom Gegner suspenden. Und damit kommt diese Karte natürlich, oder bekommt die Karte noch ein bisschen mehr Gefahrenpotenzial, wenn sie in Grün gespielt wird. Was viele auch machen, die spielen quasi 4 Titamon und 4 Puppetmon. Und ja, wir geben dem Gegner 11 Memory, klar, das ist viel. Aber wenn unser Gegner nichts im Raising Area hat, nichts rausholen kann und alles suspended ist, dann hat er davon halt auch nichts. Ich habe selber schon dagegen verloren, indem ich 4 Puppetmons hintereinander abbekommen habe. Das dritte konnte ich abwehren, nach dem vierten war einfach Schluss da, geht gar nichts mehr. Und deswegen ist Grün halt stark, weil diese Karte halt besonders effizient, ja doch effizient, nicht effektiv, effizient nutzen kann, da man eben viel tappen kann. Wenn der Gegner ansonsten einfach nur ein breites Board hat und da nichts getappt ist, habe ich da nichts von, wenn ich Puppetmon spiele. Aber ich habe hier die Möglichkeit anzugreifen und quasi das ganze Board des Gegners zu tappen und getappt zu halten bis zur nächsten Runde. Schauen wir uns den letzten Punkt an, und zwar, dass das Raising Area nutzbar ist. Klar ist das Raising Area von allen Farben nutzbar, aber Grün hat nochmal die Möglichkeit, diese Area aktiv anzusprechen, was sonst keine Farbe kann, und sie noch effizienter zu nutzen als jegliche andere Farbe. Und das schauen wir uns an. So, wie man sieht, es ist diesmal wirklich nur eine Karte, aber ich finde, diese Karte macht Grün einfach um so viel
besser. Das ist einfach unglaublich. Schauen wir uns das mal an. So, einmal Mimi aus dem aktuellen Set, eine Rare, wie eigentlich jeder Tamer. Playcost von 4, das heißt, es ist unser typischer Tamer, der uns am Anfang der Runde 3 Memory gibt. Das allein schon ist in Grün sehr, sehr gut, da wir ja gemerkt haben, okay, wir haben viele Digimon für 1 aufs Champion legitim, für 2 aufs Ultra-Level. Wenn wir am Anfang damit das Memory aufgeben, das haben wir so schnell wieder reingeholt, das ist in diesem Deck einfach unglaublich. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, damit wir halt mit der Memory, Flower Cannon die spielen können und noch angreifen können. Ja, eigentlich typisch, damit wird auch dieses Memory Choking umgangen. Aber hier geht es vor allen Dingen um den Main Effect. If you have a level 5 or higher green Digimon in play, you can suspend this Tamer to hatch one Digi Egg card to an empty space in your breeding area or move one level 3 or higher Digimon from your breeding area to your battle area. Kurz übersetzt, wenn wir ein grünes Digimon im Spiel haben mit Level 5 oder höher, das heißt Ultra oder Mega, ja doch, höher können wir nicht, können wir diesen Tamer suspenden und können dann entweder, wenn wir kein Digimon in unserer Raising Area haben, ein Ei hatchen. Das heißt, wir haben sozusagen zwei Breeding Phases in unserer Runde. Oder wir können ein Level 3 Digimon oder höher aus unserem Raising Area rausholen. Das ist einfach, dieser Effekt, der liest sich so banal, aber es ist sowas von krass. Das Digimon, das heißt, wir können jede Runde, können wir prinzipiell mit einer Mimi im Spiel, können wir ein Digimon aus unserem Raising Area holen. Und das Schöne ist, wenn die Digimon aus dem Raising Area kommen, können sie auch direkt angreifen. Das heißt, das gibt uns so unglaublich viel Value. So unglaublich viel Boardpräsenz, das ist richtig krass, was das einfach mal, ich finde, grün wäre ohne diesen Thema einfach nichts. Viele spielen auch Izzy, hätte ich ja auch zeigen können. Izzy sagt halt, ich kann mir die oberste Karte angucken, wenn es eine grüne Digimon-Karte ist, kann ich auf die Hand nehmen, wenn nicht, kommt sie unter das Deck. Aber ich finde, das hier bringt einfach so viel mehr auf lange Sicht. Das ist einfach unglaublich, was dieser Thema kann. Oder aus grün macht, sagen wir so. Kommen wir nun zu dem Teil, wo wir gucken, wie wir gegen dieses Deck spielen können. Wie eben schon gesagt, es gibt jetzt keine Strategie, die man so farmen kann oder Karten, die man dagegen spielen kann, sondern es ist eher eine allgemeine Strategie, deswegen kommt die halt, ich sag mal, jetzt erst zum Schluss allgemein und ich bin nicht während der Punkte darauf eingegangen. Wir fangen einfach mal oben an, wir haben einmal den Memory Choke. Memory Choke ist halt dieses, ich gebe meine Runde ab und lasse den Gegner mit einem Memory starten. Gegen Grün ist es nicht ganz so effektiv, da wir eben schon festgestellt haben, dass die halt recht günstig digitieren können. Aber es schwächt das Deck trotzdem schon ab und eigentlich wie jedes Deck ist auch Grün dafür halt anfällig. Das heißt, wenn ihr könnt, gebt dem Gegner so wenig Memory wie möglich. Ganz einfach. Vor Level 6 sind die Digimon unseres Gegners recht schwach. Wir haben eben schon festgestellt, ja, in der Runde können die Champion- und Ultra-Level-Digimon schon auf beachtliche Werte kommen. Aber roh haben sie maximal 6000 davor. Die einzige Ausnahme ist Cherrymon mit 7000. Aber ansonsten 6000, da kommt man halt leicht rüber. Und wenn der Gegner angegriffen hat, um irgendeinen Effekt von sich zu nutzen, sollte man das ausnutzen und das gegnerische Digimon halt töten. Klingt sehr banal, aber es ist etwas, was dieses Deck einfach unglaublich verlangsamt. Und ja, ab Level 6 kann man auch gucken, dass man die gegnerischen Digimon irgendwie kaputt kriegt. Die haben zwar Power Gain, aber sie kommen auch nicht über alles drüber. Sollte man halt auch im Hinterkopf behalten. Wichtig hier, wie auch gegen Lila, dass man halt das Raising Area mit benutzt. Was meine ich damit? Wenn wir abschätzen können, dass unser Gegner in der nächsten Runde, aus welchem Grund auch immer, eine Flower Cannon spielen kann und unseren Main Attacker kaputt kriegt, sollten wir einfach sagen, okay, wir lassen unser Digimon Raising Area. Es ist hier nicht angreifbar, aber hier können wir hochdigitieren und sind geschützt und können zumindest eine gewisse Präsenz aufbauen, zumindest in der Höhe des Feldes. Was Grün auf jeden Fall auch deutlich zu schaffen macht, ist halt, wenn wir ein breites Board haben, beziehungsweise ein breites Feld. Das heißt, wir haben viele verschiedene Digimon auf dem Feld und ja, ist eigentlich eine logische Sache. Der Aspekt von Grün ist so eine Art Kontrolleffekt, dass man halt sagt, okay, wir gucken, dass wir das gegnerische Board klein halten und klar, wenn wir dann ein breites Board kriegen, schaffen wir das ohne Probleme. Ich habe das vor allen Dingen gemerkt bei Blau, weil Blau wirklich ein breites Board hinbekommen kann ohne Probleme, aber das ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn ihr das dagegen machen könnt, wenn ihr halt verschiedene Wege habt, um hoch zu digitieren und euren Gegner, ja, ich sag mal, das Leben schwer zu machen. Eine andere Sache, die wollte ich hier nicht unbedingt aufführen, weil da auch nicht jedes Deck drauf Zugriff hat, ist halt Security oder Security Checks Plus. Grün braucht halt eine gewisse Zeit, um sich aufzubauen und bekommt halt meistens als erstes ein Mega-Level hoch und möchte dann gucken, dass es die gegnerischen Digimon nicht aufs Mega-Level kommen lässt. Dementsprechend, wenn ihr halt zum Beispiel wie in Rot einen starken Angriff habt, der 2 Security Checks pro Runde macht und der Gegner kriegt den nicht weg, hat er damit ein Problem. Das heißt, Grün geht zwar, legt am Anfang einen Sprint hin, aber danach fällt es halt auch deutlich ab. Man sollte es trotzdem nicht unterschätzen, aber es ist auch ein wichtiger Punkt.
Und das letzte ist auf jeden Fall Blocker nutzen, damit halt unsere wichtigen Digimon nicht getroffen werden. Wenn der Gegner zum Beispiel angreift, den Angriff darauf lenken, dann in der nächsten Runde das gegnerische stärkere Digimon mit seinem eigenen kaputt machen. Und was halt wichtig ist, was man hier auch noch sagen muss, viele Effekte betreffen Blocker einfach nicht. Das ist, wir haben es bei der Flower Cannon gesehen, wie sie wird halt aufgedeckt im Security Check, sagt alles außer Blocker wird suspended. Gleiche geht für Lidimon. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich muss die Runde abgeben, habe ich das hochdigitieren, lasse ich am besten meinen Blocker so lange da liegen, bis ich angegriffen habe, damit der halt noch aktiv ist. Das wären so allgemeine Sachen, die jede Farbe machen kann. Klar hat das Deck ein Problem gegen Schwarz, weil halt viele Digimoner Blocker haben oder die Reboot haben. Grün und Blau haben zum Beispiel jeweils Digimon, die sie ausspielen können, um ihre Digimon wieder zu enttappen in ihrer Runde. Das sind aber sehr spezielle Sachen, deswegen hier geht es halt wirklich nur um die allgemeinen Sachen. Kommen wir zum Fazit des Ganzen, und zwar, dass Grün an für sich auch ein starkes Deck ist. Es hat aktuell noch ein paar Probleme, liegt aber eigentlich größtenteils daran, dass viele halt an Omnimon, dass man damit halt Probleme hat und die Top-Decks spielen halt Omnimon. Ansonsten ist es halt ein interessantes Deck, was vor allem Interaktion mit dem Gegner hat. Ich finde diesen Kontrollaspekt sehr, sehr schön. Und was man auf jeden Fall auch dazu sagen muss, ist ein sehr, sehr einsteigerfreundliches Deck, das sehr günstig zu haben ist. Ich habe schon mal in einem anderen Video gesagt, aber ein voll funktionsfähiges grünes Deck, wenn man nicht auf diese Alternative Arts geht, wie zum Beispiel die Flower Cannon oder Rosemon oder sonst irgendetwas, kann man das eigentlich so für 50, 60 Euro kann man das zusammenkriegen. Das ist nicht viel, und ich finde für ein Deck, was auf jeden Fall in Turnieren auf Events gut abschneiden kann, ist auf jeden Fall ein Preis, der gerade für Anfänger sehr, sehr interessant ist. So, ich würde sagen, wir haben alles gesagt, was man dagegen sagen kann oder dafür sagen kann, wie auch immer man sehen will. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt, ob ihr vielleicht noch Tipps habt, Anregungen, sonst noch irgendetwas für Grün, gegen Grün. Ansonsten würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und starten das nächste Mal mit einer anderen Farbe. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!